Gut. Freust du dich? Mhm. Freust du dich richtig? Richtig, ja. Echt? Ja. Setz dich mal drauf. Ja. Cool. Treten wir durch. Ja, funktioniert. Und? Ein Fahrrad war schon lange Nils größter Wunsch. Doch eine teure Sonderanfertigung für Kleinwüchsige können sich die Seibekes nicht leisten. Vater Ulf musste lange suchen, bis er ein passendes Modell gefunden hat. Der Oberkörper passt nicht zu den Extremitäten. Und da ist jetzt speziell zum Beispiel zu beachten, dass der Lenker hoch ist und der also er zum Beispiel kein Mountainbike fahren könnte. Und dass diese Höhe jetzt zum Beispiel schön ist. Er geht ja damit auch um wie ein Sechsjähriger. Also muss es schon ganz schön was aushalten können. Und deswegen haben wir uns entschieden hier für diese Sorte. Und weil ja Nils auch sehr leicht selber ist, haben wir einen Alurahmen eben gewählt, damit das um 2-3 Kilo leichter ist. Nils ist das Sorgenkind der kleinwüchsigen Familie. Die Eltern befürchten, dass er an einer angeborenen Aufmerksamkeitsstörung leidet. Hinzu kommt die Mühe mit dem 74 Jahre alten Haus der Seibekes, das Ulf nach und nach renovieren muss. Und das Geld ist oft knapp, denn Ulf Seibeke musste seinen Beruf als Elektromaschinenbauer wegen gesundheitlicher Probleme aufgeben. Seine Frührente bessert er durch Einsätze als Kleinwuchsdarsteller auf. Auch heute muss Ulf wieder los. Auch wenn er Elke mit ihren Sorgen nicht gerne alleine lässt. Ich liebe meine Frau über alles und sie sucht das Schönste, was mir in meinem ganzen Leben passieren konnte. Und ich möchte auch, dass wir weiter glücklich sind. Ich weiß hundertprozentig, dass Ulf diese Jobs macht, um eben halt für die Familie da zu sein und um das Geld reinkommt, das weiß ich und das schätze ich auch an ihn. Das Geld fließt ja sofort ins Haus. Und wenn wir jetzt kein zusätzliches Geld hätten, dann hätten wir eigentlich gar nichts. 6 Stunden später ist Ulf Seibeke an seinem heutigen Arbeitsplatz angekommen. Eine Disco in Augsburg hat ihn für einen Spezialeinsatz gebucht. Heute werde ich Folgendes tun. Ich werde in ein Kostüm schlüpfen, in ein Bärenkostüm. Und diese Party ist auf dieses Bärenkostüm hin ausgerichtet. In einem Hinterzimmer warten Ulfs Kolleginnen und sein Auftraggeber. Patrick gehört zu einer Eventagentur, die Ulf Seibeke regelmäßig für solche Einsätze bucht. Heute geht es um eine Motto-Party zum Kultfilm Ted, in dem ein tabuloser Teddybär eine Hauptrolle spielt. Und den soll Ulf heute Nacht spielen, im maßgeschneiderten Kostüm. Ted wird also wie der Ted im Film sehr aggressiv auf die Damen zugehen. Also hier mal an den Popo fassen, da mal irgendwo so. Und immer da sein und sich auch präsentieren und auch wirklich den Damen zeigen, dass er ein rolliger kleiner Teddy ist. Und da ist der Ulf genau der Richtige. Muss man ein bisschen schmerzfrei sein, ne? Ja, wir sind ja alle schmerzfrei, ne? Wir machen das schon ein bisschen länger. Wir haben schon einige Partys durchlebt, von American Pie über Projekt X und jetzt ab Ted Party. Ah, und der Ulf ist ja voll dabei. Der ist schmerzfrei, pflegeleicht. Der macht, was man ihm sagt. Und genauso, wie wir uns das vorstellen. Also er ist wirklich, ja, einfach top. Jungs! Mädels, 2 Minuten, dann möchte ich euch gerne am Eingang sehen. Wäre schön, wenn ihr das hinkriegt. Also, Klamotten an, Kostüme fertig. Ich mache nochmal eben einen Check, ob ihr richtig angezogen seid. Und dann können wir losstarten. Ne? Getränke stehen schon vorne, ich habe schon alles für euch organisiert. Die Zeit drängt, denn die Gäste warten bereits auf den großen Auftritt des kleinen Bären. Von jetzt an steht Ulf Seibeke, Familienvater aus einer 400 Kilometer entfernten Kleinstadt, als Partyattraktion zum Anfassen bereit. Hey, dürfen wir dich umarmen? Ja. Ja, lebt doch noch. Ja. Hey, der Süße. Ja. Ich finde ihn so putzig, ich würde ihn am liebsten gleich knuddeln. Wie ein kleines Kind im Faschingskostüm. Was für die Gäste Spaß pur bedeutet, ist für Ulf harte Arbeit. Es ist sehr warm hier unter dem Kostüm, aber das Publikum macht mit und es ist, macht Spaß. Man schwitzt dem viel. Körperlich muss man ein bisschen was drauf haben, denke ich mal.
Das Leinwandvorbild ist kein niedliches Kuscheltier, sondern ein schamloser Rüpel. Von Ulf wird ähnliches Benehmen erwartet. Und damit hat er kein Problem. Als Kleinwüchsiger hat er gelernt, sich mit Worten zu behaupten, selbst im Plüschkostüm. Was soll denn das bedeuten, du Eierkopf? Liegt bei dir dein Gehirn offen? Was bedeutet diese doofe Mütze? Was soll denn der Scheiß? Also, dass ich jetzt so bin, wie ich bin, ist gewachsen, sag ich jetzt mal. Das ging auf keinen Fall von heute auf morgen. Und dieses extreme Selbstbewusstsein habe ich dann mir angeeignet, wo dann eigentlich mein größter Traum in Erfüllung geht. Ich habe eine Familie. Gerade wenn man als Außenseiter angesehen wird, muss man ja auch irgendeinen gewissen Schutz darstellen, als Mann, sage ich mal. Ladies and gentlemen, here is it! Bis 3 Uhr nachts muss Ulf die Disco-Gäste unterhalten. Ein Knochenjob. Ulf weiß, nicht jeder Kleinwüchsige würde sich für so einen Auftritt hergeben. Er selbst aber steckte bereits in Überraschungseiern, Pinguinkostümen oder Ballettröckchen. Was Geld bringt, wird gemacht. Für die Familie. Mich selber diskriminiert oder wie oder was führt, fühle ich mich auf keinen Fall. Da sehe ich als Dienstleister und bespaße da die Leute, ob ich da jetzt in den Kostümen bin oder jetzt was anderes mache. Also diese Dienstleistung, wenn man damit Geld verdienen kann, ist das für mich okay. Man muss sich ja das erstmal getrauen, das zu machen. Wie zum Beispiel auch die Frauen und das überhaupt zu machen. Ob man jetzt groß ist oder klein, aber speziell noch mit diesen Kleinen noch kombiniert, sag ich mal, das gibt dann schon einen Kick. Ich meine, die freuen sich ja, ehrlich jetzt, denke ich mal zumindest, weil die das cool finden. Schmerzgrenze habe ich, aber die ist schon hoch, sehr hoch. Ein Bekannter von mir, ein kleiner Wüchsiger, der hat einen Aschenbecher auf dem Kopf gehabt, also das würde ich zum Beispiel nicht tun. Also den hatten sie gemietet, als der stand nur so da als Aschenbecher bei so einer Promi-Party. Also das ist für mich grenzlastig. Nur in der Ecke stehen und dass man seinen Dreck los wird, also das würde ich nicht für alles Geld der Welt machen. 3 Uhr, endlich Feierabend. Der Partybär wird wieder zu Ulf Seibecke, auf den keiner mehr achtet. Ich bin zufrieden, wenn ich zu Hause bin und meine Frau und meine Familie wiedersehe. Weil das hier, das kann man sich mal oder öfters mal anziehen tun, aber stets beständig nicht. Ulf wohnt im Hotel nebenan und geht sofort ins Bett. Die Heimfahrt am nächsten Morgen dauert schließlich 5 Stunden. Am nächsten Tag im Kindergarten in Bismarck. Hi. Der 5-jährige Nils ist bereits jetzt wesentlich kleiner als die anderen Kinder in seiner Gruppe. Bisher ist das aber weder für ihn noch für die Erzieher ein Problem. Viele Sachen macht er selber mit Stuhlrandstellen. Sich gedanklich, dass er doch nicht immer angewiesen ist, sondern einfach auch sich überlegt, was kann ich jetzt machen. Das ist eben so von uns aus unterstützend, ne? Dass er erstmal selber überlegen muss. Doch Nils' Entwicklung macht seiner Mutter nicht nur Freude. In seinen ersten Lebensjahren litt er unter schweren Krankheiten und musste 3-mal am Ohr operiert werden, bis er endlich hören und damit auch sprechen lernen konnte. Diese Sorgen, die man dann hat um ihn, dass er eben doch nicht nur anders ist, nicht nur klein ist, sondern auch noch andere Sachen mit sich trägt, also das geht manchmal an eine Substanz, wo wir eben halt sagen, wir wissen jetzt nicht mehr weiter. Körperlich entwickelt sich Nils jetzt gut. Doch nun macht seine zunehmende Ruhelosigkeit der Mutter Angst. In meinen Augen ist er sehr, sehr agil. Und für uns ist das nicht normal, wenn ein Kind von frühs 6:30 bis abends 9 immer nur Power haben muss. Eigentlich ist es nicht so schlimm, nein. Aber wenn er jetzt irgendwann in die Schule kommt und er da auch so ist, würde er demzufolge den Stoff
in der Schule nicht folgen können. Elke hat bereits ein Kind großgezogen und hält sich trotz ihres Größenhandicaps für durchaus belastbar. Nils Ruhelosigkeit aber bringt sie an ihre Grenzen. Also ich müsste den eigentlich am Tag immer richtig auspowern. Aber der schläft da auch nicht richtig, denn schläft da 2 Stunden am Stück. Er hat einen sehr unruhigen Schlaf. Ja, guck mal! Und freut sich über Mami, guck mal! Erste Tests haben Elke Seibekes Befürchtungen bestätigt. Nils könnte an einer krankhaften Hyperaktivität, dem sogenannten ADHS, leiden. In dem Moment, wo das einem gesagt worden ist, da war ich, oh Gott, also da war ich einmal platt. Also kleinwüchsig und ADHS, also das reicht ja eigentlich schon kleinwüchsig, wenn man kleinwüchsig ist. Und dann noch ADHS dazu zu haben, das ist ja eine doppelte Belastung, denke ich mal, auch für Nils jetzt. Also da wusste ich echt nicht, wohin, mit wem redest du oder was machst du, gibst du das jetzt auf oder gibst du es nicht auf, also da war ich am Boden gewesen. Elke und Ulf brauchen fachkundige Hilfe. Doch wegen Nils Kleinwuchs fühlten sich viele Ärzte und Therapeuten nicht zuständig. Und diese Rat- und Hilflosigkeit hat alles noch schlimmer gemacht. Also es gab schon mal Situationen davor, als wir das noch nicht wussten und auch als der Verdacht noch nicht stand, dass Nils ADHS hat. Da war wirklich so eine Phase, wo ich sagte, ich kann nicht mehr. Also das ist jetzt, ich kann wirklich nicht mehr. Wäre das bis nachts rein und dann früh um 6:30 wieder raus und dann gleich dieses Extreme, also da war man, oh. Da war ich eigentlich froh, dass in den Frühkindergarten, okay, das war dann meine Erlösung und da konnte ich mich dann nochmal hinlegen, 2-3 Stunden nochmal schlafen, dass mein Körper sich ausgeruht hat, aber sonst, also manchmal, also da haben wir gedacht, weiß ich nicht, was wir gedacht haben. Der würde dann auch in der Nacht auf einmal wieder anfangen zu spielen. Seinen Trecker rausholen und würde dann auf einmal spielen. Weil das würde aber nicht gehen, weil nächsten Früh geht der Kindergarten los. Also das würde ja nicht funktionieren. Ich gehe auf ihn ein, hock mich hin und sage, horch mal, Nils, wir haben dich doch alle lieb. Musst du denn eben halt so böse sein und musst du das immer alles machen? Ja, und er kann es nur nicht richtig erklären. Er sagt immer, das ist mein Kopf. Denn ich liebe